Also ich bin vor 15 Jahren zu BEMA gekommen. Da ist jemand zu mir gekommen, der wusste, dass ich eine ganzheitsmedizinische Praxis habe. Und der hat mir das vorgestellt und das hat dann für mich Sinn gemacht. Und ich habe es meiner Mutter zum Ausprobieren gegeben, weil ich selber habe keine Beschwerden gehabt. Und ich habe es dann zu meiner Mutter gegeben und habe ihr das erklärt und habe gesagt, leg dir mal drauf, dass ich sehe, ob das wirklich so gut ist. Also in meiner Ordination habe ich halt alles von, ich habe Babys in Behandlung, die Bauchschmerzen haben und Koliken vom Stillen, von der Mutter, aber sehr viele Patienten, die Darmbeschwerden haben und natürlich Bewegungsapparat ist ein Thema und bei den Eltern eher so hoher Blutdruck, Herzinsuffizienz oder ältere Personen, die halt irgendwelche komischen Beschwerden haben, die man nicht einordnen kann, Befindlichkeitsstörungen und die dann eben bereit sind, Geld auszugeben und zu mir zu kommen, dass man schaut, was man tun kann. Also darum liebe ich ja BEMA so, weil das vom ganzheitlichen Ansatz einfach perfekt ist, weil mit BEMA und der Mikrozirkulation, die dadurch in Ordnung kommt, kann ich sowohl die Medikamente natürlich besser zur Zelle bringen, aber auch die Nahrungsergänzungen, die sie von mir bekommen, gelangen ans Ziel, nämlich zur Zelle. Und ohne dem geht gar nichts. Darum sage ich das, die Mikrozirkulation ist das Um und Auf. Und eine Therapie ohne BEMA könnte ich mir nicht mehr vorstellen, weil über Medikamente kommt es ja genau dort nicht hin, wo ich es brauchen würde. Und da gibt es eben nur die physikalische Gefäßtherapie BEMA. Ich bin Referenzmediziner geworden für BEMA, weil es Ärzte gibt, die einfach lieber mit Ärzten sprechen und weil ich habe selber studiert und ich weiß einfach, was man beim Studium lernt und ich weiß, wie viel man wieder vergisst und ich kann einfach einem Kollegen besser erklären, warum es wichtig ist, weil ich selber ja ständig anwende und selber natürlich auch zu Hause habe. Ja? Und Gleichgesinnte reden halt lieber und die Ärzte sind oft etwas eigen, wenn es darum geht. Weil dann sieht er, dass ich es nicht jetzt um viel Geld zu verdienen mache, sondern wir haben eine gewisse Verantwortung. Also ich zumindest bin Arzt geworden, weil ich sehe, es ist unsere Verantwortung, den Leuten Eigenverantwortung zu geben und sie einfach in die richtige Richtung zu weisen und zu zeigen, wenn du das machst, geht es da viel besser. Und es wirken alle Therapien einfach viel schneller und viel besser. Und darum liebe ich BEMA wirklich.